Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot und wir werden doch jetzt einfach mal den Weg weitergehen und wir könnten hier vielleicht mit ihm auch nochmal sprechen. Wer da? Hä? Hör auf, uns heimlich zu belauschen. Ja, das hat deine Bekanntschaft, Freundin, Frau ebenfalls gesagt. Nee, Frau wird es wahrscheinlich nicht sein, eine Herausforderung von Camper Günther mit einem Pokémon. Oh, er hat Shiggy. Sehr, sehr schönes Pokémon, wird allerdings ziemlich schnell down gehen. Denn Bisaknosp hat da definitiv die besseren Argumente. Vor allen Dingen mit Rasierblatt. Und zack, das war's mit Shiggy. Zudem ist es ja sehr effektiv. Und wir bekommen 282 Erfahrung. Ich kann einfach nie siegen. Ja, Günther, Mensch, was ist denn da los? Wieso kannst du denn nicht siegen? Günther, irgendwas läuft da falsch. Und kämpfen wir auch gegen die Käfersammler? Oh. Der will scheinbar gar nicht wirklich gegen uns kämpfen. Aber Mauzi möchte gerne gegen uns kämpfen. Nur wir wollen nicht mit Mauzi uns prügeln. So, schnell flüchten. Du bist entkommen. Jetzt gucken wir nochmal, ob der gegen uns kämpft. Oder haben wir schon gegen den? Nee. Da war seine Reichweite scheinbar nicht lang genug. Oder wir haben uns im Gras versteckt. Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Wir sind der Beste. Zumindest in diesem Spiel. Oh, Entschuldigung. Eine Herausforderung von Käfersammler Bastian. Smetbo wird von Käfersammler Bastian in den Kampf geschickt und der hat auch nur ein Pokémon. Und ich werde auf jeden Fall Smetbo mal schlafen legen, sofern das möglich ist. Jawohl. So, Smetbo, und dann bekommst du gleich ein paar Tackle ab. Jo, schläft tief und fest. Ja. Die Animationen sind dann teilweise doch mal ein bisschen langwierig. So, Smetbo, sogar ein Volltreffer. Und einige meinten auch, nimm doch Smetbo, aber irgendwie bin ich kein Fan von Smetbo. Sieht auch nicht so sympathisch aus. Oh. Oh, jetzt ist er sogar aufgewacht, wird uns wahrscheinlich noch Stachelspore. Was ist das? Hoffentlich kein wirkliches Gift. Nee, wir können ja auch gar nicht vergiftet werden. Oh, wir sind paralysiert. Es greift eventuell nicht an. Was heißt eventuell? Jetzt werden wir auch noch verwirrt. Oh, jetzt haben wir es aber ordentlich hier. Wir sind verwirrt und paralysiert. Setzen trotzdem Tackle ein und gewinnen das Match. Victory! Wie man es aus meinen Happy Wheels Videos kennt. Mensch, was ist denn heute Abend wieder los? Nichtsdestotrotz sind wir aber immer noch paralysiert. Und wir können jetzt Lockduft lernen. Moment, ich will mir das zumindest mal angucken. Ich weiß nicht mehr genau, was Lockduft war. Lockduft. Lockt Gegner an und senkt den Fluchtwert. Lockt auch wilde Pokémon an. Spontan würde ich sagen, nee, das brauche ich nicht. Wieso? Ich möchte keine wilden Pokémon anlocken und ich möchte auch nicht den Fluchtwert senken. Was vielleicht ganz toll sein kann, wenn man irgendwie ein Pokémon fängt, aber ich kenne mich nicht so aus und möchte jetzt hier auch keine anderen Sachen verlernen. Lockduft nicht erlernen, jawohl. So, Käfersammler Bastian, ja, du bist ein zu guter Trainer und wir kriegen hier wieder ein bisschen Kohle bar auf die Kralle und hier sind wieder ordentlich Trainer vertreten und warte mal, ist dieser Knosp denn immer noch verwirrt oder paralysiert, eher gesagt, jawohl, dann werden wir mal lieber hier so ein, wie nennt sich das denn, ein Paraheiler, den werden wir mal schnell anwenden. Achso, zum Tragen. Nee, du solltest das eigentlich benutzen. Ich soll das nicht tragen. Mensch, was denn? Wieso geht das denn nicht? Bericht, Tausch, Items. Geben, nehmen. Warte mal, was kann ich denn hier? Das ist aber auch. Nehmen. Paraheiler von Bisaknosp erhalten. Wieso kann ich das denn nicht benutzen? Vielleicht mitten im Kampf geht das nur? Werden wir ja gleich sehen. Dann benutzen wir gleich als erstes den Paraheiler. Kämpfen, meinst du mich? Na gut. Bin ich wieder mal auf den netten Namen gespannt. Na, wie heißt du? Picknicker Hedwig? Hm? Sieht aber eher aus wie eine Frau mit den Haaren. Aber nur gut, Hedwig. Kennt man ja auch aus Pokémon. Pokémon sage ich schon, aus Harry Potter. Denn seine Eule hieß ja Hedwig. So, dann müssen wir jetzt eben in den Beutel greifen, den Paraheiler benutzen. Jawohl. Wieso denn nicht gleich so? Und wir kriegen jetzt hier einen Sandwirbel ab. Und nur die Genauigkeit wird gesenkt.
Wir wollen nicht wieder in den Beutel greifen, sondern wir werden hier mal eine Runde Schlafpuder einsetzen, welches daneben geht. Und jetzt kriegen wir einen Windstoß ab, der bestimmt ordentlich Schaden machen wird. Jawohl. Und wir werden natürlich wieder versuchen, das Schlafpuder anzuwenden. Jetzt kriegen wir nochmal einen Ruckzuck-Hieb direkt hinterher. So, jetzt schläft Taubsi auch und dann müssten wir es ja einigermaßen sicher jetzt hier erledigen können. Runde Rasierblatt. Komm schon, Volltreffer. Ah, schade. Und dann werden wir gleich... Oh, es schläft immer noch, das ist sehr gut. Jetzt einfach ein simpler Tackle müsste ihm ja den Rest geben. Währenddessen er mal wieder daneben geht. Ach so. Ja, als könnte ich Gedanken lesen. So, das war's jetzt aber mit Taubsi. Also ich muss sagen, hat uns ordentlich zugesetzt. Allen hier trotzdem noch ein bisschen Erfahrung. Und wieder mal gibt es einen Taubsi. Und nee, wir werden das Pokémon nicht wechseln. Werden dann aber sofort wieder versuchen, es einzuschläfern. Denn ich denke, das ist einfach die beste Sache. Das sofort am Anfang. Ah, und das ist die dritte Attacke, die daneben geht. Und wir kriegen jetzt wieder einen ordentlichen Sandwirbel reingedrückt, der unsere Genauigkeit noch weiter senkt. Und das ist wirklich sehr nervig. Komm schon, jawoll. Das trifft doch jetzt wenigstens mal. So, dann können wir wieder Rasierblatt anwenden, welches daneben geht. Und das Ganze geht mir auch ziemlich auf die Nerven. So, komm schon, Rasierblatt. Jetzt aber, dieser Knosp, ich zähle auf dich. Animation, jawohl, die Animation kommt und dann trifft das Ganze auch. Nicht sehr effektiv, ja, das weiß ich schon. Deshalb nehmen wir jetzt auch wieder Tackle. Und es geht daneben. Ach, herrlich, so macht das Spaß. Und jetzt ist Taubsi auch wieder aufgewacht und setzt Gott sei Dank nur Tackle ein. Und wir versuchen das Gleiche, doch unsere Attacke schlägt leider fehl. Jetzt kriegen wir nochmal einen schönen Windschuss. Ich muss sagen, hier kriegen wir wirklich ordentlich auf den Kopf. Und jetzt können wir wieder nur Tackle einsetzen und Ruckzuckhieb. Oh, 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 oh. Und es geht wieder daneben. Wie sehr hat das denn unsere Genauigkeit runtergesetzt? Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir es letztlich doch noch geschafft. Halleluja. Alle guten Dinge sind 14. Als nächstes wird Taubsi. Jawohl, Picknicker Hedwig. Dein Taubsi-Squad ist wirklich traumhaft. Wir können jetzt natürlich auch zu unserem Taubsi wechseln, aber das hat kaum, macht kaum Sinn, denn ich glaube, das ist auch noch völlig niedergeschlagen. Komm schon, Schlafpuder. Wir könnten das Ganze sogar definitiv noch verlieren. Natürlich jetzt nicht unbedingt mit Tackle. Schlafpuder geht wieder daneben. Also heute ist hier echt der Wurm drin, würde ich mal spontan sagen. Ist wieder ein schöner Windstoß. Haben jetzt noch 14 HP. Werden jetzt trotzdem mal Risiko gehen. Schlafpuder einsetzen. Wunderbar. So, und dann müssen wir jetzt hier, damit dieses Piepen aufhört, mal schnell einen Trank nehmen, der allerdings auch nur 20 HP heilt. Oder KP. Oh, wir haben noch einen Supertrank. Dann nehmen wir doch lieber den Supertrank. Das war eine gute Investition. Stimmt, wir haben ja schon die Verbesserten gekauft. Top-Investition, würde ich mal sagen. Das rettet uns hier so ein bisschen den Arsch. Und Taubsi ist schon wieder aufgewacht, völlig korrupt. Und der Windstoß hätte uns definitiv getötet, in Anführungszeichen natürlich. So, und dann setzen wir jetzt mal Rasierblatt ein und beten, dass das Ganze auch ankommt. Nein, tut es nicht. Ach, Leute, Leute, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Und wieder mal geht es daneben. Und ist eigentlich eine sehr, sehr gute Taktik auch, hier immer diesen Sandstoß einzusetzen, damit wir wirklich kaum noch treffen. So. Ah, schade. Da hätte doch gerne mal ein Volltreffer dabei sein können. Jetzt kriegen wir wieder einen Windstoß ab. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn das Ganze mal ein Volltreffer wird. So, und wir werden jetzt Tackle einsetzen. Komm schon. Jawohl. Und jetzt ist dieser mehr als nervige Kampf auch endlich vorbei. Also auch lange genug gedauert. Wäre hier fast eingeschlafen. So, Picknicker. Vor allem das große Problem ist jetzt ja auch gleich, dass noch sein Picknicker-Kollege da unten auf uns wartet. Dementsprechend werden wir jetzt nochmal in unseren Beutel greifen und Bisasam Knosp nochmal einen Trank geben. So. Weil ich möchte jetzt nicht ganz wieder nach da oben laufen. Und dann werden wir uns mal dem nächsten Kampf stellen. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen?
Nee, und wie eigentlich nicht? Herausforderung Camper Raphael. Habitake wird vom Camper Raphael in den Kampf geschickt. Top. Jetzt müsste sich ja zumindest unsere Genauigkeit mal wieder regeneriert haben. Und ich werde einfach volle Kanne mit Rasierblatt draufhalten. Und hoffen, dass Habitak sofort down geht. Jawohl. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. Das hätten wir vorhin auch machen sollen. Kein Schnickschnack, einfach drauf mit Bisaknosp. Radikal. Auch sehr interessant. Und ich muss sagen, Radikal sieht wirklich nicht sonderlich sympathisch aus, wenn er denn jetzt mal erscheint. Genau. Boah. Ich bin definitiv kein Freund von Radikal. So, das Wasser. Das ist immer sehr ärgerlich. Guten Schlag. Verteidigung, das ist auf jeden Fall besser als Genauigkeit. So, jetzt kickt er uns nochmal mit einem Ruckzuckhieb. Wir kontern mit einem Tackle und können auch sein zweites Pokémon außer Gefecht setzen. Und oh, 400 Erfahrungspunkte. Und das war's auch mit Camper Raphael. Da hätten wir vielleicht sogar den Trank nicht gebraucht, aber sowas kann man ja nicht riechen. Und wir gehen jetzt mal schnellen Schrittes nach Urania City und sind jetzt auch tatsächlich angekommen. Gehen jetzt als erstes natürlich ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Yep. Das finde ich zum Beispiel schade, dass sie da jetzt nicht so verschiedene Sätze eingebaut haben, sondern immer nur letztlich das Gleiche. Ich meine, die haben ja auch von Feuer auf Feuerrot sicherlich auch ein bisschen Arbeit da reingesteckt. Und ein paar neue Dialoge sind ja jetzt nicht ganz so aufwendig, wenn wir mal ehrlich sind. So, was haben die guten Leute denn hier zu erzählen? Hast du gesehen, die MSN ankert im Hafen? Ja. Hast du zu sehen? Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich im giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Ist aber nicht gut. Sie könnten mal im Markt gucken, ob es hier bereits weitere Pokebälle gibt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Jawohl. Pokeball, Supertrank, von denen könnten wir vielleicht nochmal ein paar gebrauchen. Haben ja auch mittlerweile wirklich genügend Coins. Und dann kaufen wir einfach mal 3 Stück. Das macht dann 2100, genau, danke. Und Paraheiler werden wir auch nochmal kaufen. Genau. Und ein Eisheiler? Haben wir schon Eisheiler? Ich denke mal, wir sollten da auch universell einsatzbereit sein. Ich werde den einfach mal kaufen. Aber ich glaube, den haben wir noch nicht in unserem Repertoire. So, alles wunderbar aufgefüllt. Gibt es noch mit, womit ich dienen kann? Verkaufen. Wir haben dann noch diesen schönen Nugget. Ein Nugget aus purem Gold, das einen schimmernden Glanz besitzt. Ist vom großen Wert. Ich gebe dir 5000 Coins dafür. Da muss ich jetzt mal sagen, ich sage mal nein. Ich werde das ausnahmsweise mal googeln. Denn ich möchte da wirklich nichts Falsches machen. Nachher kann man das irgendwie tauschen gegen was weiß der Geier was. Und wir sind jetzt eigentlich gut ausgestattet, haben jetzt hier auch hier das Ticket. Ich denke mal, hier könnten wir dann auf die MSN gehen. Gucken hier aber nochmal, was die Leute... Ach, hier ist ja auch eine Arena. Wo wir aber, glaube ich, gerade nicht hinkommen. Ja, dafür bräuchte man scheinbar den Zerschneider. Gucken jetzt nochmal hier, was ist das für ein Laden? Pokémon Fanclub, alle Pokémon Fans sind willkommen. Da gucken wir doch nochmal kurz rein. Oh, da ist auch ein Pikachu. Ich liebe meinen Jurp. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Entschuldigung. Oh, komm wieder vorbei, wenn ich dir etwas erzählen soll. Ja, die sind alle hier ziemlich langweilig. Und der hat scheinbar auch ein Big Mac zu viel gegessen. Sieht auf jeden Fall sehr proper aus. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Ja, das ist ja sehr, sehr schön. Und ich denke mal, wir werden uns doch jetzt mal auf den Weg machen auf die MSN. Was haben wir hier? Ein Matrosen. Und bevor wir letztlich die MSN betreten, werde ich einen kleinen Cliffhanger-Cut machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal auf der MSN.